Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Sehr schön. Du hast den Telestammtisch angemacht, also willst du wissen, was wir geguckt haben und wie wir das finden. Können wir machen, kein Problem. Wir fangen heute an mit Honest Thief, der neue Film mit Liam Neeson. Ist das ein Actionkracher oder ist das ein Actionkracher/Drama? Sarah und Berg haben den Film besprochen und sie lassen euch wissen, ob das geklappt hat oder nicht. Max und Stu hatten Bock, sich Night Stalker anzusehen. Das ist eine vierteilige Doku-Serie auf Netflix über den Serienkiller aus den 80er Jahren. Wenn der euch nichts sagt, ein kleiner Tipp, in America Horror Story Staffel 9 spielt der Night Stalker eine recht große, wenn auch komplett ausgedachte Rolle. Die Serie scheint vielen zu brutal zu sein. Es gibt allerhand Kritiken dazu im Internet. Und ob das wirklich so ist, hört doch mal rein. Am Ende kommen Torben und Patrick zu Wort und erzählen euch was zu Lovecraft Country. Das ist eine US-amerikanische Horrorserie nach einer Idee von Misha Green, basierend auf diversen Büchern und produziert, jetzt wird's interessant, unter anderem von Jordan Peele und J.J. Abrams. Das Ganze läuft derzeit auf Sky und hat auch schon für allerhand Furore gesorgt. Viel Spaß dabei. Wenn ihr Lust habt, uns zu helfen, würden wir uns freuen, wenn ihr ein paar Likes da lasst, vielleicht auch ein paar Kommentare. Tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir suchen auch immer nach Leuten, die Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Soweit von mir. Ein freundliches Hallo nach da draußen an alle Zuhörer vom Telestammtisch. Mein Name ist Berg und wir machen heute eine neue Besprechung. Und an meiner Seite gegenüber virtuell ist die liebe Sarah. Hallo. Hallo. Ja, geht's dir gut? Ja, ich habe den langen Weg hier an diesen Tisch gefunden. Sehr gut. Und jetzt bist du bereit. Ich freue mich, hier mit dir zu sein. Genau, für den neuen Film von Liam Neeson, beziehungsweise mit Liam Neeson, denn er ist ja streng genommen nicht von ihm selbst. Und zwar reden wir heute über Honest Thief. Ein Film, ja, der jetzt im Jahr 2021 in die Kinos kommt. Produktionsjahr ist 2020 in den USA. Und wir haben ja die Situation, dass der am 28. Januar jetzt erstmal zum Kaufen als Video on Demand rauskommt und der Filmverleih plant ein physisches Release auf Blu-ray, DVD und so weiter zum 1. April. Inwieweit es überhaupt möglich ist, dass der Film nochmal im Kino kommt, sei mal dahingestellt. Wir vermuten es mal nicht. Leider nein. Nein. Aber der gute Liam Neeson hier nochmal in einer Actionrolle. Er hat ja angekündigt, dass er sich ein bisschen zurückziehen will, beziehungsweise dann generell mit Actionrollen aufhören möchte. Und wir gucken mal, wie er sich hier schlägt. Und Sarah, du erzählst uns einfach mal, worum geht es in Honest Thief? Gerne. Wir haben natürlich unseren lieben Liam Neeson. Der heißt hier ein bisschen anders. Der heißt hier Tom Dolan. Und er ist ein sehr erfolgreicher Dieb. Er hat es geschafft, über mehrere Jahre hinweg, ich glaube, es waren 12 Banken auszurauben und dabei 9 Millionen Dollar zu erwischen. Das einzige Ding, was er jetzt hat, ist, dass er sich ganz schwer verliebt hat in die Liebe seines Lebens und ein ehrlicher Mann werden möchte, was mit so viel Überfällen und so viel Geld ein bisschen schwierig wird. Und deswegen nimmt er sich vor, sich zu stellen. Eine sehr ehrenhafte Annahme, dass das so einfach geht. Leider begegnet er dabei einem korrupten Cop. Und noch viel schlimmer, es ist nicht mal ein Cop, es ist sogar ein korrupter FBI-Agent, der das Geld haben möchte. Daraus ergibt sich dann eine Menge Stress für beide Seiten. Ein Toter, der da mittendrin ist, ein paar Schwerverletzte und eine Autobombe, die allem die Show stehlt. Genau. Das kann man auf jeden Fall mal, ohne irgendwas zu verraten, was in dem Film dann noch weiter abgeht, schon mal sagen zur Handlung. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Jeder kann sich vorstellen, wie die Prämisse aussehen mag. Ne? Es ist also am Anfang erstmal aufgeladen mit so kleinen Flashbacks zu seiner Karriere. Dann kommt natürlich das Treffen mit der Frau des Lebens und ja, dann kommt dieser Punkt, über den man, glaube ich, einfach mal ein bisschen hinwegsehen muss, was die Logik angeht, denn so einfach ist es ja dann, wie du es angedeutet hast, nicht, oder? Nee, also das ist auch der Teil des Films, an dem ich mir gedacht habe, warum? Er ist ja ein wirklich sehr erfolgreicher Dieb. Es gab keinerlei Spuren zu ihm. Es gab nie Verletzte bei den Einbrüchen. Keiner wusste, wer er ist. Und das Geld lag halt ungenutzt in der Gegend rum. Ja, das stimmt. Warum? Warum sollte er sich stellen?
Ja, das, der Film versucht natürlich das Ganze mit eben dieser Frau, die er da getroffen hat, zu erklären, dass er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, wenn er mit ihr alt wird, dass das zwischen ihnen steht, diese Lüge, und dass er damit nicht leben kann. Okay, geschenkt. Die Motive, warum er das macht, kann ich selber ganz gut noch verstehen. Aber was ich eben dann als ein bisschen blauäugig empfinde, ist, dass der Film uns versucht zu verkaufen, dass das wirklich funktionieren kann, wenn man über so viele Jahre 9 Millionen Dollar erbeutet hat, dass man dann einfach irgendwo zum FBI geht und sagt, hier, ich war's, ich würde es auch alles zurückgeben. Und ja, ich gehe auch ins Gefängnis, wenn wir das irgendwie so auf 2 Jahre runtergedrückt kriegen, wäre ganz schön. Ja, wobei ich das noch so realistisch fand, also es gibt eine Szene, kleiner Spoiler, ganz am Anfang, relativ am Anfang, wo er das FBI anruft und sagt, ich bin dieser große Einbrecher, und die erste Reaktion ist, ah, okay, schon wieder einer. Ja, stell dich hinten an. Genau, das fand ich toll. Da dachte ich so, ja, ja. Es gibt immer so viele Leute, die behaupten, irgendwas gemacht zu haben, sobald es was Berühmtes ist. Und er zeigt auch, er wird dann sehr schön, sehr genervt davon, dass ihn keiner ernst nimmt, was ihn auch zu dieser dummen Aktion bringt, dem korrupten FBI-Agenten einfach so zu vertrauen. Ja. Also wir haben es mit einer Ausgangsprämisse zu tun, die zwar gute Aspekte hat, aber so insgesamt halt schon den Motor des Films ein bisschen für meine Begriffe auf wackelige Beine stellt. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal hin und sind, sage ich mal, mitten im Film. Und jetzt ist es ja so, das ist ja auch wieder beworben als so ein Actionfilm mit Liam Neeson. Das ist so sein Steckenpferd die letzten Jahre gewesen, und er will sich jetzt ja auch langsam davon verabschieden. Was macht denn der Film in puncto Action deiner Meinung nach? Ich fand, das war eine gute Mischung. Es war jetzt keine Action, die weltbewegend war. Sie hat nichts neu erfunden. Sie hat aber auch nichts für mich absolut schlecht gemacht. Es war einfach solide, realistische Action zum Teil auch. Also teilweise ging es sehr schnell vorbei, wo ich so dachte, oh. Und dann habe ich erst so festgestellt, oh ja, warte, stopp, die haben sich ja gerade mit Knarren beschossen. So, ah ja, da kann man nicht mehr so lange danach irgendwie weitermachen. Das war schon realistisch. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist dieses, Liam Neeson macht einen Actionfilm, so. Ja, genau. Da gibt es ja eine ganze Reihe so in der Vergangenheit. Wir haben, was weiß ich, Filme wie The Commuter, Nonstop, natürlich Taken, womit er das Ganze auf ein Level gehoben hat, welches wirklich damals ein bisschen, ja, Großkreise gezogen hat. Aber ich bin auch der Meinung, das ist schon ganz okay, was hier actionmäßig abgeht. Aber wenn ich den Film jetzt irgendjemand anpreise, würde ich jetzt den wahrscheinlich nicht als Actionfilm verkaufen. Nee. Eher noch so ein bisschen als Thriller, als Kriminalgeschichte vielleicht bestenfalls. Als Actionfilm nun wirklich nicht. Also, es gibt ein paar Verfolgungsjagden, es gibt so ein paar Schusswechsel, wie du gesagt hast. Okay, aber Also wenn man genau hinguckt, merkt man schon, dass die Macher Liam Neeson durchaus schonen wollten, indem sie ihn immer nur in dynamische Schnittgewitter setzen und in Feuergefechte, aber so richtig körperlich irgendwas losmachen tut er nicht. Vielleicht hat er auch einfach keine Lust mehr. Also ich kann ihn sehr gut verstehen, dass er jetzt sagt, ich möchte einfach mal was anderes machen. Durchaus, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Liam Neeson ist 52er Baujahr, der ist also mittlerweile auch, ja, 69, wenn ich richtig rechne. Das ist schon ordentlich. Ja gut, da möchte man vielleicht auch nicht mehr so sehr in die Fistfights. Nee, eher nicht so. Aber trotzdem gibt es ein paar Szenen, und wir kennen das ja auch von ihm, dass er ja prinzipiell auch immer der Besonnene ist. Ne? Wir kennen ihn aus anderen Actionfilmen immer als den Profi, der immer die Ruhe bewahrt und seine Aktionen generell mit Bedacht ja wählt. Und ich sag mal, das macht er ja hier auch. Wie sieht es denn deiner Meinung nach mit den anderen Leuten, die in dem Film hier so agieren, aus, schauspielerisch? Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also bei manchen Szenen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt perfekt geschauspielert war oder schrecklich. Das ist immer dieses... Ja, die Zuordnung fehlt, ne? Was war das jetzt so ungefähr? So, war das jetzt super oder war das ganz schlecht? Es hat Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man sagen. Ich finde Kate Walsh, ich mag sie einfach. Aber auch sie hat so ein... Also zumindest in den Filmen und in den Serien, in denen ich sie gesehen habe, sie hat so einen Typ Mensch, den sie halt porträtiert. So ein bisschen wie Liam Neeson, weißt du? So, es gibt so einen Typ. Ja, das ist ja absolutes Typecasting auch in diesem Film, ja. Ja, so, und diesen Typ kann sie einfach, den zeigt sie auch super, aber sobald es so ein bisschen außerhalb rausgeht, ich weiß nicht, dann überzeugt sie mich jetzt nicht ganz so sehr. Am meisten überzeugt hat mich noch
Der Anthony Ramos, das ist dieser Mitläufer, nenne ich ihn mal. Wenn ihr den Film geguckt habt, ihr werdet wissen, was ich meine. Der Mitläufer. Den fand ich noch fast am überzeugendsten, ehrlich gesagt. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es im Grunde der Einzige in dem Film ist, der ein richtig moralisches Dilemma bekommt. Der auch eine Entwicklung hat. Ja, Liam Neeson. Ja, weil Liam Neeson ist ja einfach abgeklärt, der war jahrelang ein Schwerverbrecher, der niemanden geschadet hat. Und Kate Walsh ist ja im Grunde genommen sowieso nur die Unschuld vom Lande in dem Film. Und alle anderen dazwischen sind die Rollen klar verteilt, aber ja, bei Anthony Ramos ist es eine andere Geschichte. Ich finde hier auch, am Ende ist es, ja, also auch gerade seine Zerrissenheit, die dann später so thematisiert wird, die ist sehr schnell, die Entwicklung, genauso wie auch die Reaktion von Kate Walsh, die natürlich dann ganz schnell mitbekommt, was da Liam Neeson da so vorhat und dass er sich stellen will und was er für eine Vergangenheit hat. Da ist er erst so gar nicht begeistert von und dann überwindet sie das aber auch relativ schnell und ist dann noch viel schneller all in. Und ist dann noch viel schneller dabei, Bomben zu platzieren. Ja, also es geht alles für die Geschichte, hier habe ich das Gefühl, geht alles ein bisschen schnell. Ja, wobei, also gerade von dem Mitläufer, das moralische Dilemma, das fand ich gar nicht so spontan. Also ich fand, das hat man von Anfang an ganz gut gemerkt, dass er nicht wusste, was er tun soll. Also er wollte irgendwie für seine Kinder das Geld, aber irgendwie auch nicht. Und das hat man schon gemerkt. Da fand ich das von der Annie, also von der Liebschaft, wirklich spontaner. Also die hat ja einen Schlag auf den Kopf gekriegt und war danach voll dabei, alles mitzumachen. Ist wohl richtig. Prinzipiell kennen wir ja auch dieses, sind Partner und solange niemand zu Schaden kommt, sind die Polizisten manchmal gerne korrupt, bis es dann halt Züge annimmt, wo jemand moralisch nicht mehr mitleben kann. Das kennen wir ja aus eigentlich jeden guten Kopffilm, dass diese Dynamiken zwischen mache ich immer das Richtige oder nutze ich auch mal mein Amt so ein bisschen aus, das ist ja gern genommenes Thema. Ja. Aber es kommt hier vor, es ist bei ihm ganz gut umgesetzt und prinzipiell würde ich mal sagen, ist der Film auch unterhaltsam. Er findet nirgendwo ein Rad neu und viel mehr könnte ich jetzt gar nicht zu dem Film unbedingt sagen. Hast du noch einen Aspekt oder willst du langsam zum Fazit kommen? Also was ich auf jeden Fall unterstützen würde, ist, er ist halt unterhaltsam. Also den kann man sich gut, ich glaube, effektive Laufzeiten sind ja irgendwie 1,5 Stunden, die fühlen sich nicht lang an. Also man hat nicht das Gefühl, da sind jetzt 100.000 Szenen drin, die überflüssig sind. Ein, zwei, wo man vielleicht drüber reden könnte, ob die vielleicht ein bisschen zu lang waren. Aber im Großen und Ganzen fand ich den, das ist halt so Unterhaltung, so wirklich Unterhaltung. Du nimmst nichts Neues mit, du lernst nichts, du wirst bespaßt für 1,5 Stunden. Du musst auch nicht mitdenken, du kannst dich wirklich berieseln lassen für so einen verregneten Sonntagnachmittag auf der Couch. Mag Perfekt. Das hier sehr, sehr gut herhalten, es unterhält, es hat mich nicht gelangweilt. Es ist kein Film, den ich unbedingt nochmal sehen muss. Es ist wirklich so eine Nebenbei-Berieselung zum Wegsnacken. Und damit wir das Ganze nochmal in Punkten ausdrücken, darfst du gerne 0 bis 5 geknackte Tresore vergeben. Es ist immer schwierig bei so einem Film. Also er macht halt nichts wirklich schlecht, er macht aber auch nichts wirklich gut. So. Damit ist er bei mir ganz gut im Mittelfeld. Dadurch, dass er mich halt doch unterhalten hat, schenke ich ihm den halben Punkt und sage 3 von 5 geknackten Tresoren. Prima. Mit derselben Begründung schließe ich mich nämlich an. Es ist ein durchschnittlicher Film, der nicht wehtut, der aber, wenn man Liam Neeson mag, sowieso und auch ansonsten einfach gut unterhält. Und deswegen gebe ich auch die wohlwollenden 3 geknackten Tresore von 5 und würde mal sagen, jeder, der mit Liam Neeson was anfangen kann und der einfach auch mal so einen unterhaltsamen, Film sehen möchte, der ein bisschen Deep hier, ein bisschen Korruption im Bereich FBI dort mit drin hat, der kann da hier einen Blick riskieren. Ja, und keine Sorge, durch die FSK 12 wird es auch nicht zu blutig. So sieht's aus. Also Unterhaltung für die ganze Familie und deswegen verabschieden wir uns, denke ich mal, an der Stelle und verweisen einfach mal wieder auf die nächste Telestammtisch-Besprechung. Und auf unsere nächste Besprechung freue ich mich auch. War mir ein Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Mir auch, vielen Dank. Dann, bye bye. Bis denn. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der neuen Netflix True Crime Serie. Wie heißt sie noch gleich, Max? Nightstalker Doppelpunkt.
auf der Jagd nach einem Serienmörder. Betonung auf dem Doppelpunkt, ja. Ja, ja. Also Versager würden einen Bindestrich machen, aber Gewinner machen den Doppelpunkt. Nee, das ist auch sehr viel aussagekräftiger. Da weiß man, Nightstalker, da kommt jetzt noch was. Mit einem Bindestrich ist zu viel Pause dazwischen. Ja, okay, da hast du recht. Wie gesagt, eine neue Netflix-Eigenproduktion. Es geht um mysteriöse Mordfälle in den 80er Jahren in Los Angeles und Umgebung wurden die ausgeführt. Und es ist die neue Dokumentation von Tiller Russell, der hat schon einiges vorher gemacht. Und ihr könnt das ab sofort bei Netflix sehen. 4 Folgen, ca. 45 Minuten. Und der Max erklärt uns jetzt mal ganz grob, worum geht's in Nightstalker. War es 84 oder 85? Ich meine 85. Also 1985, Stuart's rausgefunden, eine Mordserie erschüttert Los Angeles. Zu Beginn konnte zwischen den Morden an verschiedenen Ehepaaren, verschiedener Altersklassen, verschiedener Herkunft kein Zusammenhang erstellt werden. Und dann kamen die Mordermittler des LAPD mit Namen Gil Carallo und Duncan Frank Salerno. Ich kann da einfach diese Geschichte müsste ja eigentlich jedem bewusst sein, der irgendwie auf Serienmörder steht. Ja, machen wir es kurz. Es geht halt ein Mörder um und die Cops ermitteln und wollen ihn dingfest machen. Achtung, Spoiler, sie haben es geschafft. Und davon erzählt halt jetzt diese vierteilige True Crime Doku Miniserie. Gott, was für ein Wort. Das ist es ist eigentlich so eine typische Netflix Erfindung, finde ich. Ja. Also ich kenne diese True Crime Serien, Miniserien, die sich jetzt wirklich nur auf einen Fall spezialisieren. Seit Making a Murderer, also kenne ich nur von Netflix. Ja. Und, ja. Es ist so ein bisschen eine langgezogene volle Criminal Detectives mit Anspruch. Mhm. Ja? Ja, und da ist auch Kohle dahinter, das merkt man dann meistens merkt man ja sowas dann immer an den grafischen Einblendungen, dass da, keine Ahnung, Tatorte nochmal in 3D nachgebaut wurden, damit die Kamera da schön durchfliegen kann und so weiter. Ja. Ich mochte die Stilistik dieser Doku-Reihe, vor allem der Anfang in der ersten Folge, wenn so L.A. vorgestellt wird, da dachte ich mir, boah, das ist ein Anfang, das hättest du auch richtig schön von einem fiktiven Thriller setzen können. Ja gut, es ist ein bisschen so wie diese Romantik, die du dann auch aus Stranger Things irgendwie kennst, keine Ahnung, mit ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Strand, aber dann eben kommt der Nightcrawler sozusagen mit rein, also der, ja, Los Angeles bei Nacht und auch die hässlichen Ecken, nicht La La Land. Ja, eher Lolo Land. Ja, eher Lolo Land, ja. Mich hat diese Doku-Serie erinnert an eine andere True-Crime-Serie, die auch bei Netflix erschienen ist, ich glaube Ende letzten Jahres, nämlich der Yorkshire Ripper. Mhm. Weil beide eine Gemeinsamkeit haben. Sie beide fokussieren sich wirklich wesentlich mehr auf die Ermittlungsarbeit und nicht so sehr auf die Taten bzw. den Täter. Zum Beispiel, bevor man überhaupt den Namen erfährt von diesem gesuchten Serienkiller hier bei Nightstalker, ist man, glaube ich, schon gut 3 Folgen drin. Ne? Also man lernt die Ermittler kennen. Genau. Und einer der beiden Ermittler ist auch sympathisch und der andere ist ein ziemlich aufgeblasener, kleiner Wischiwaschi-Superheld. Jetzt bin ich mal gespannt, wen fandst du jetzt gut und wen nicht? Also wir haben einmal diesen Gil Carillo, ja, und genau, einmal den Frank Salerno. Also Gil Carillo ist der Erste, der auch ans Mikro darf und den fand ich mit zunehmender Zeit immer unsympathischer, denn er hat sich immer so, keine Ahnung, vielleicht hat er es auch unbewusst gemacht. Will ich ihm gar nicht unterstellen, dass er sich jetzt da groß aufspielen will, aber er hat sehr viel von sich gesprochen und sehr viel von seinen Ideen, die er dann irgendwie hatte, die dann so ein bisschen wegweisend rein waren. Und der andere, dessen Namen ich mir Douglas Church Binsel
Wie hieß Frank Salerno. Frank Salerno. Wie kommst du von Frank Salerno auf Douglas? Ich habe keine Ahnung. Aber der ist dann doch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, cooler. Mhm. Und ich vermute, das liegt ein bisschen dran, weil der da zu dem Zeitpunkt, als der Nightstalker rauskommt, ja, schon einen anderen mal eingebuchtet hat. Den Boston, nee, nicht den Boston, den, wie hieß der? Der Hillside Strangler. Genau. Welcher ja zwei Personen war. Ja, das fand ich auch irgendwie recht spannend an dieser True Crime Doku. Du hast halt einmal diesen Gil, der jetzt kein absoluter Neuling ist, aber der halt schon zum ersten Mal wirklich mit so einem Medienecho auch konfrontiert wird. Mhm. Und halt eben diesen Salerno, der wirklich, wie du schon sagtest, ein Profi ist. Und ich dachte mir ganz oft bei der Sichtung dieser Doku, hätte man echt einen super tollen Film draus machen können. Ja, also ich hätte dann wohl auch den Herrn Fincher rangelassen und hätte ihn dann so ein bisschen auch in dem Zodiac-Stil gemacht. Ja. Würde auch gut passen. Aber auf der anderen Seite, ja, sagen wir mal ehrlich, Serienmörder an sich, wenn man es runterbricht, die machen eigentlich alle das Gleiche. Ja, wobei man sagen muss, dass der Nightstalker, wie er ja auch dann genannt wurde, oder auch Walk-In-Killer ist auch so ein Name, der, den er von der Presse bekommen hat, schon ein sehr brachial und brutaler Killer ist. Mhm. Und wir erfahren ja auch dann in der letzten Folge eventuell, woher dieses, ich nenne es mal Verlangen zum Töten herkommt. Und auch das Nachbeben, nenne ich es mal, was auch interessant ist. Ich glaube, alleine was bei diesem Prozess vorgefallen ist, es hätte alleine schon irgendwie 6 weitere Folgen führen können. Aber ich will ehrlich sein, ich fand die echt nett und gut. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, sie hat ihre Qualitäten, aber so nach dem Motto, kennst du eine, kennst du alle. Ja. Also Nightstalker ist jetzt nicht die neue Erfindung des Rades. Also irgendwann mal hätte ich doch gern so eine Serienkiller-Serie, die mich dann am Ende wieder überrascht. Obwohl man in den meisten Fällen ja weiß, was dann so passiert ist. Ist vielleicht schwer. Ich habe dann immer auch das Problem, ab welchem Punkt wird es dann zu unterhaltsam? Ab welchem Punkt wird dann zu sehr auf Effekthascherei gedrückt? Du hast zum Beispiel jetzt auch viele Tatort-Fotos, die zwar dann an den entsprechenden Stellen verklebt waren, aber wenn man eins und eins zusammenzählen kann, weiß man, wie unter dem Tape dann wohl die Leiche aussehen muss. Also von dem her, muss ich auch sagen, es gab ein paar von diesen Tatort-Fotos, wo ich mir auch dachte, die hätte man nicht zeigen müssen. Also es gibt ein Tatort-Foto von einer älteren Frau um die 80, die halt ermordet worden ist. Oder glaube ich nicht ermordet, aber schwer verletzt worden ist. Und da haben sie halt einfach nur notdürftig halt die Augen halt irgendwie retuschiert. Ja. Und das war irgendwie mir auch ein bisschen zu marktschreierisch. Ja. Aber ansonsten finde ich, ist die Serie, also stilistisch ist die echt gut. Erzählerisch ist sie auch, hat sie auch gut gefallen, weil sie hat nicht dieses Problem, dass sie irgendwie alles zu sehr ausschmückt. Sie kommt relativ schnell auf den Punkt, also 4 Folgen an 45 Minuten, das ist schon eine gute Länge, wie ich finde. Ja. Und sie ist nicht so, also es gibt nicht so viele Talking Heads, fand ich. Ja. Also da haben sie sich auch auf das Wesentliche konzentriert. Das würde ich sagen, sind die ganz klaren Stärken von Nightstalker. Ja, und ich fand es aber interessant, dass du halt neben den Ermittlern auch noch die Journalisten zu Wort kommen liest, denn ganz ehrlich, es sind ja auch Fälle, die mehr oder weniger auch in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Und wenn ich mir so vorstelle, hey, du hättest jetzt im aktuell, also in der Gegenwart, so einen Fall irgendwo. Ich will nicht wissen, wie sowas durch die sozialen Medien geht, weißt du? Ich glaube, so am ehesten geht es dann vielleicht doch noch so in diese Richtung, wie heißt diese Doku mit den Don't Fuck With Cats? Ja. Es ist zwar kein Serienkiller jetzt in dem Sinn gewesen, glaube ich. War es ein Serienkiller? Also, ich glaube, ein Serientierquäler auf jeden Fall. Also er hat Tiere gequält, aber er hat auch jemanden umgebracht. Aber ob er jetzt einen oder mehr umgebracht hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber es ist jetzt keine 180 Tage lang Stadt in Angst haltende Person gewesen. Hm.
Und ja, ich denke mal, wenn du sowas jetzt irgendwie hättest, ich weiß nicht, wem sie sowas in die Schuhe schieben würden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ja die Forensik mittlerweile auch ein ganzes Stückchen weiter ist als in Mitte der 80er. Ne? Das denke ich mir eh oft. Warum gibt es sowas eigentlich nicht mehr? Liegt es tatsächlich daran, dass die Leute schon nach zwei Morden vielleicht geschnappt werden, weil man ihre Hautschuppen ganz eindeutig einem Verbrechen zuordnen kann, welches die Person dann mit 16 begangen hat? Das glaube ich durchaus, ja. Okay. Ja, und vielleicht, weil wegen Social Media die ganzen Serienkiller sagen, ich habe heute jemanden umgebracht, morgen ist der nächste dran. Mhm. Ne? Ja, das vielleicht. So, folgt mir auf Twitter und Instagram. Ja, kannst du dir deinen Applaus gleich abholen. Aber so an sich, also ich fand die Serie ganz gut. Sie ist im Großen und Ganzen auch ordentlich mit dem Thema umgegangen. Also ja. was jetzt so Effekthascherei angeht, von dem her, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ja, ich auch. Fazit? Ja, solide 3 bis 3,5. Ich gebe auch 3. Also wer auf True Crime steht, der soll da gerne reingucken. Da gibt es wirklich schlechtere Vertreter, gewiss auch bessere, aber das sind insgesamt solide investierte 180 Minuten. Ja, so 2 Abendessen mit Verdauung, dann hast du es durch. Ja, alles klar, dann sind wir durch. Mhm. Vielen Dank, Max. Und was machen wir als Nächstes? Als Nächstes, natürlich die Telehorst. Ja. Und als Nächstes finden wir irgendwas. Okay, gut. Dann schauen wir, was Netflix so bietet. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir sprechen heute über Lovecraft Country, eine Serie, die auf Sky Atlantic gestartet ist, vom Sender HBO, beziehungsweise von der Produktionsfirma HBO. Und ich habe mir auch heute wieder jemanden zur Seite geholt, nämlich meine alte Lovecraftsche Stammnase Patrick. Grüß dich. Hi. Ja, fass uns doch mal zusammen. Worum geht's in Lovecraft Country, der Serie? Es geht um den jungen Atticus Black, der in den 50er Jahren zusammen mit seiner Familie den verschollenen Vater sucht. Dabei haben die ein Buch dabei, das heißt Necro Travel Guide, also das ist sowas wie das Green Book, nur in der zynischeren Version. Und während sie nach dem Vater stöbern, merken sie, irgendwie hängt das mit Lovecraft zusammen und einer Verschwörung von weißen Okkultisten oder Ku Klux Klan-mäßigen Menschen. Was soll man sonst noch dazu sagen? Eben. Also was hier in erster Linie auffällt, ist natürlich Amerika der 50er Jahre. Rassismus ist ein ultrapräsentes Thema in dieser Serie. In jeder Folge wird darauf von leichten Beleidigungen bis hin über zu täglichen Übergriffen und wirklich vorsätzlichen Mord bis hin zu geplanten Anschlägen und so weiter hingeht. Aber dazu kommen wir noch. Also das ist so das Hauptding des Themas. Tick, so wird Atticus genannt, ist Kriegsveteran aus dem Koreakrieg und muss ich auch immer wieder der Frage stellen, warum bin ich in den Krieg gezogen, warum und wieso und weshalb, wenn dieses Land mich doch eigentlich gar nicht will. Und das spüren hier auch die ganze Familie eigentlich. Und Atticus ist großer Horrorliteratur-Fan, unter anderem von H.P. Lovecraft eben. Er entdeckt eben auch in der Bibliothek seines Onkels einen kleinen Kurzgeschichtenband und über eine Schnitzeljagd gerät er dann auf ein Anwesen mit seiner noch nicht Freundin, aber der Love Interest, Letitia, / Letty, wie sie genannt wird. Und sie, ja, bekommen so einen Vorgeschmack, was es denn mit diesem ganzen weißen Okkultismus so auf sich hat. Und dass sie da nicht so ganz unbeteiligt mit sind. Genau, was du auch schon im Vorgespräch anklingen lassen hast, ist, dass der Name Lovecraft Country vielleicht die falschen Erwartungen, die falschen Assoziationen weckt. Das große Thema ist hier wirklich dieser Rassismus der 50er, inklusive Parallelen zur heutigen Zeit natürlich, und alle anderen Themen, also Lovecraft und alles andere, ordnet sich dem unter. Manchmal hat man echt das Gefühl, man guckt eine Folge Jeffersons mit einem recht düsteren Einschlag,
den Humor verlieren sie trotzdem nicht aus den Augen. Man muss dazu sagen, das Buch von Matt Ruff, das war ein episodenartiges Buch. Also immer so Kurzgeschichten, die aufeinander aufgebaut haben. Das merkst du der Serie auch an, dass hier echt wild in den Genres hin und her gesprungen wird. Also in der einen Folge ist es so ein Spukhaus-Thriller, in der anderen ist es komplett die Rassistenkarte gespielt, in der anderen ist es sexuelle Vorlieben in Verbindung mit viel Blut und wirklich schrägen Sexstellen, also solche ekligen Sexstellen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da kommen wir noch im Spoilerbereich auf jeden Fall ausführlich zu. Und ganz im Hintergrund sieht man auch immer wieder Monster, die im Lovecraft-Kosmos dann doch vorhanden waren. Ja, fand ich schon wirklich cool gemacht, während bei Lovecraft diese Monster sich so langsam ins Bild geschlichen haben, springen sie hier wirklich ins Bild, als hätten sie ADHS in etwa so hyperaktiv. Aber man sollte sich jetzt echt nicht auf diese Lovecraft-Stimmung einstellen, sondern jemand, der Lovecraft quasi mag, trotzdem darauf hinweist, dass da schon viel rassistisches Zeug unter Lovecraft war, Rassismus einbaut und trotzdem über seine Art und Weise dann trotzdem noch so eine kleine verquere Liebeserklärung an Lovecraft anbietet. Ja, diese Liebeserklärung, also da sehen wir ganz am Anfang, wenn wir aus der Sicht von Tick gerade den koreanischen Schützengraben stürmen, wie da rechts und links das Gemetzel abgeht und da erscheinen verschiedene Horrorgestalten, nicht nur aus dem Lovecraft-Universum, man sieht auch Freeports aus Wells Zeitmaschine, sage ich, aus Krieg der Welten, es tut mir leid, aber auch andere Sachen, also Bram Stoker wird zum Beispiel in der ersten Episode erwähnt, nicht? Der Autor von Dracula. Ich weiß gar nicht, wie sehr es in der darauf basierenden Novelle, hier Matt Ruff, der hat Lovecraft Country die Novelle geschrieben, denn auch so aussieht. Man sieht auch in den ersten 5 Minuten kurz mal Cthulhu, wie er in diesen Kriegsszenen zu sehen ist, die chaotisch sind, wie Krieg nun mal ist. Es täuscht dann ein bisschen doch darüber weg, dass das Ding Lovecraft Country heißt und nicht, weiß ich nicht, Horror Country zum Beispiel. Weil Horror, mit dem sehen wir uns wirklich oft konfrontiert, nicht nur aufgrund der literarischen Vorlagen, wenn es um die jeweiligen Autoren geht, sondern auch, was die Charaktere untereinander durchmachen und innerhalb dieser Serie erleben. Das ist brutal. Und wenn die Serie, die ist ab 18, wenn die mal saftig wird, dann geht's da aber richtig zur Sache. Dann bleibt da wirklich nichts und niemand trocken, im wahrsten Sinne. Es ist wirklich ein schönes Gekröse in den Stellen, die den Titel Lovecraft Country dann doch wieder verdienen. Total untypisch eigentlich für Lovecraft, wenn das schleichende Chaos dann immer so am Anfang ist es relativ ruhig und dann wie Schnitzeljagd oder wie eine beschriebene Sache, es kriecht dann aus allen Ecken und ist dann auf einmal im Raum und macht die Protagonisten wahnsinnig oder bringt sie um. Hier, hast du schon richtig angesprochen, springen sie dir förmlich ins Gesicht und reißen die Leute in Stücke. Also eigentlich sehr Lovecraft-untypisch. Wir haben hier neben dem Veteranen Atticus, haben wir noch den Onkel, der ist schwarz und schwul, womit der eigentlich doppelt zu kämpfen hat. Und er hat auch eine ziemlich tragische Vergangenheit. Also da ist auch ein gewisser Drama-Aspekt, also so ein gewisses Familiendrama. Auch schon allein wegen der Story um einen Sohn, der seinen Vater sucht und der Onkel, der dann nur als Platzhalter dazwischen sitzt und irgendwie auch nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Und eine, man könnte schon sagen, überforderten Patchwork-Familie, die sich da in der Zeit irgendwie schon zusammengeschweißt, dann aber auch mit dem Alltagsrassismus zu kämpfen hat. Und dann haben wir noch auch gut geschriebene Antagonisten. Also Abby Lee spielt eine dieser White Supremacy oder wie auch immer sie heißen, schon sehr, sehr biestig und durchtrieben, dass es Spaß macht, auch ihr zuzusehen. Oh ja, also sie habe ich sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Sie hat das auf eine. Die hat so einen schönen
Dark Romance Look, könnte man fast sagen, wie er so aus einer Feder von der Victoria Francis sein könnte. Diese Frau ist sehr leicht unterkühlt, sag ich mal, hat einen totalen Schaden auf gewisser Ebene, ist aber auch geprägt aufgrund ihres Geschlechts eigentlich, aufgrund ihrer familiären Herkunft. Aber sie, Abelie, spielt es auch großartig. Sie ist nicht nur schön anzusehen, sondern eben auch, ja, vor der Frau hast du so eine gewisse, die hat, obwohl es ein sehr schmächtiges Persönchen ist, die magst du trotzdem nicht so wirklich über den Weg trauen. Das macht sie schon dämonisch schön. Und die meisten aus dem Cast kennt man so gar nicht. Der bekannteste ist eigentlich noch Jordan Patrick Smith, der William spielt. Den werden die Vikings-Zuschauer kennen als Ragnars Sohn Übbe. Aber ansonsten war mir aus dem Cast kaum einer bekannt. Nur ich muss dann bemerkt. Auch wirklich zu dieser Abelie sagen, die spielt ja auch immer mit so einem Augenzwinkern, um dann im nächsten Moment doch wieder tierisch zuzuschlagen. Ich kenne aus dem Cast aber auch noch Michael K. Williams, der spielt den Onkel. Den könnte man auch noch aus The Wire kennen, da hat er auch eine gebrochene Rolle gespielt. Der Typ holt auch einiges aus dem Charakter raus, den er da spielt. Der war auch bei 12 Years a Slave zu sehen, also wirklich gutes Typecasting, das man da gemacht hat. Nur, was ich schade finde, dass man bei Atticus zwei Graustufen andeutet, sich dann aber nicht traut, wie bei allen Familienmitgliedern, diese Graustufen dann letztendlich komplett durchzuziehen, weil man da irgendwie schon Schiss hat, dass man einen Sympathiecharakter verlieren könnte. Dabei war gerade dieses Graustufige das Schöne an Lovecraft Country. Das stimmt. Also einen Satz noch zu Abelie, die hat auch bei Mad Max Fury Road mitgespielt, für Leute, denen sie vielleicht bekannt vorkommen könnte. Aber ja, die Graustufen in der Serie, das stimmt, es wird ein bisschen zu sehr, klar, die Hauptfamilie, um die es so geht, ich sagte ja auch schon, die machen so den Horror untereinander durch, das ist nicht die sauberste Familie, das ist klar. Das ist teilweise echt brutal, was sie teilweise einander angetan und auf dem Kerbholz haben. Aber im Großen und Ganzen wirkt dann doch jeder sehr sauber, sag ich mal. Du hast da nicht einen Moment lang das Gefühl, dass einer abdriften könnte oder dass einer zur dunklen Seite geht. Wobei Lovecraft ja immer das Thema war, wenn du da zu tief die Nase reinsteckst, entweder gehst du drauf oder du verlierst deinen Verstand. Hier hast du eher nicht so das Gefühl, hier wirkt jeder Charakter großteils in sich gefestigt oder es ist klar, was ihm auf den Fersen ist. Oder auch im Sinne von der kleinen Tochter, die sehr fantasievolle Science-Fiction-Horror-Comics schreibt für ihre Familie immer wieder. Das ist eine sehr begabte junge Dame. Da ist es ja klar, was sie verfolgt. Oder es wird dem Zuschauer ziemlich deutlich gezeigt. Und sie geht weniger dann daran kaputt, dass sie dann viel damit zu tun hat, als dass sie nur ein Opfer der Umstände ist. Naja, der Onkel hat Graustufen und alle anderen, bei denen werden Graustufen angedeutet, die sie aber nie komplett ausspielen. Ich weiß nicht, ob es an der Vorlage liegt oder ob man in der Vorlage vielleicht dadurch, dass man die Gedanken verfolgt, diese innere Zerrissenheit mehr spürt oder ob die innere Zerrissenheit dann durch den im Genre-Mix untergeht. Wir haben hier ja wirklich vom Trash bis zum Kriegsfilm bis zum Horror alles geboten, dass das vielleicht da in diesem Gewusel vielleicht untergeht, dass da die Charaktere nicht so komplett spielen können, wie sie vielleicht im Buch standen. Das sei dahingestellt. Ich habe das Buch nicht gelesen, wie die meisten Zuschauer, unterstelle ich jetzt mal, die diese Serie sich angetan haben, auch nicht, die sich vielleicht auch eher von der guten Horrorserie haben beeindrucken lassen. Aber dieser Genre-Mix ist halt wirklich mega interessant. Du hast Horror, du hast wirklich Science-Fiction auch, du hast auch Fantasy, du hast auch teilweise ultra-komisch oder ungewollt komisch. Dann gibt's brutale Sachen, wie zum Beispiel Krieg hast du angesprochen, diese Sache, wo man auf Teeks Vergangenheit und Koreakrieg zurückgeht, dass dieser Charakter auch nicht ganz sauber ist. Dann hast du abstruse Science-Fiction mit bisschen zu ziemlich kranke Sachen, die da auch miteinander passieren. Na gut. Wie hat es denn so im Allgemeinen gefallen? Ich finde, die größte Stärke kann auch als größte Schwäche ausgelegt werden. Also gerade dieses Unberechenbare kann dafür sorgen, dass man schnell bei der Serie aussteigt oder dass man gerade deswegen dran bleibt.
Hätten die Serie mehr Leute gesehen, die wäre wahrscheinlich von mehr Lovecraft-Fans zwiespältig aufgenommen worden. So gehören wir wahrscheinlich zu einer kleiner lesenden Gruppe, die sich das jetzt angesehen hat. Aber im Prinzip hat es mir schon sehr gut gefallen. Es ist nur nicht das, was man erwartet, was man hier zu sehen bekommt. Absolut, da stimme ich dir vollends zu. Ich hatte auch mehr erhofft, aber wurde dann anders überrascht, was zu sehen. Fand ich aber auch jetzt nicht negativ. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich Probleme, dran zu bleiben. Ich hatte zwischendurch auch mal längere Pausen, wo ich gesagt habe, ach nee, komm, jetzt, das ist ja eher eine andere Kost. Das tust du dir mal einen Tag später an oder so. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, nee, komm, das ist jetzt Hanebüchen der Schwachsinn und ich möchte das jetzt nicht mehr gucken. Das jetzt nun wiederum nicht. Und da kommt dann doch wieder dieses Konzept zugute, dass jede Folge sich anders anfühlt. Du weißt dann, okay, wenn dir das Thema nicht gefällt, nach einer Stunde hast du das durch und dann könnte dir die nächste Episode wieder besser gefallen. So gesehen ist das sogar eine sehr abwechslungsreiche Serie. Ja, auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall sehr individuell, was die Drastigkeit angeht, mit dem sie manche Themen behandelt. Ich hatte mir gehofft, es kommen mehr so ein paar Easter Eggs vor, dass dann gewisse Ortsnamen gedroppt werden oder andere fiktive Namen oder Charaktere mal irgendwie eine unterschwellige Rolle spielen aus den diversen Universen oder literarischen Vorlagen, die hier immer wieder eine Rolle spielen. Aber gut, die Serie hat versucht, was Eigenes auf die Beine zu stellen mit einer anderen Überschrift. Das ist, glaube ich, das kann man ihr fast sogar schon zugute halten, dass sie sich hier was trauen, was Neues. Ist die Frage, wie viele hätten sich die Serie angeschaut, würde da nicht Lovecraft Country stehen, sondern wie hieß das Buch? Necro Travel Guide. Wie viele würden sich dann die Serie ansehen? Dann wäre. Das ist eine sehr gute Frage. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mit dem zweiten Namen hätte man es auch nicht verkehrt gemacht. Da hätte man sogar auf den hier schon omnipräsenten Rassismus wirklich einen Stempel drauf gemacht, weil der spielt wirklich so eine hochtrabende Rolle hier, dass der Horroraspekt da fast schon echt zu kurz kommt, was sehr schade ist, wo ich mir echt gedacht hätte, wenn ihr so ein wichtiges, so ein präsentes Thema, gerade in Bezug auf die letzten 4 Jahre mit Präsident Donald Trump, der jetzt in diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr Präsident ist, hoffentlich, in der Zeit, wo das ausgestrahlt wird, ein omnipräsentes Thema war, dann verdient es eigentlich schon eine eigene Serie und eine eigene Behandlung davon. Weil, wie gesagt, der eigentliche Horror ist zum Großteil auch das, was den Charakteren untereinander angetan wird oder was sie einander antun. Kann man so stehen lassen. Und sorry, ich korrigiere mich, das hieß Safe Necro Traffic Guide. Ja, alles gut. Wir wissen ja, was du meinst. Nämlich, ja, das Green Book auf ein bisschen, ja, wie du es schon vorher im Vorfeld gut angesprochen hast, nur in sehr etwas, genau, sehr verzynischter Form. Wir kriegen ja auch immer Auszüge davon zu hören, wenn die einfach nur normal durch die Straße fahren und dann, ich kann es jetzt leider nicht mehr 1:1 zitieren, aber dann hörst du, ja, besuch dieses Gebiet am liebsten nicht. Hier ist wirklich eine Horde Rednecks, die euch mit Schrotflinte erwartet und so. Und von solchen Kommentaren hörst du dann wirklich vieles aus dem Off. Und das untermalt das nochmal in so einer seltsamen Stimmung, dass die Serie durchaus auch ihren eigenen Charakter hat. Ich würde sagen, wir gehen zur Punktvergabe jetzt. Es ist wirklich schwer, diese Serie einzuordnen. Und dann können wir nochmal ein bisschen spoilern. Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, da stellt sich die Frage, was gibt man diesem seltsamen, aber dennoch sehenswerte Machwerk, also Lovecraft Country. Wie viele kleine, feine Horrorbücher von 5 möglichen würdest du dem denn geben? Ich würde dem Ganzen 4 geben, eigentlich 3,5. Aber ich schlage einen halben Punkt drauf, weil die darstellerischen Leistungen alle ziemlich gut sind. Dass die Serie ziemlich ungewöhnlich ist und wirklich schwer greifbar ist und mir gerade in seiner gesamten Durchgeknalltheit einfach irgendwie schon einen ziemlichen Spaß gemacht hat. Wer jetzt aber wirklich jetzt auf Lovecraft hofft, der kann dem Ganzen auch einen Punkt abziehen. Das Thema ist nicht ganz so präsent, wie er es erhofft. Bei mir hat das als Gesamtpackage wirklich ziemlich gut gefallen, deswegen 4 von 5 kleine Horrorbücher. Ich war auch drauf und dran, dem 3 bis 3,5 zu geben,
Aber ich weiß es durchaus zu würdigen, dass die Serie hier sehr viel Eigenes versucht, auch losgelöst, auch wenn der Name hier irreführend ist. Und sage aber, komm, 4 von 5 hat sie verdient. Dafür war die Serie echt stark, echt gut. Und wie gesagt, einfach, dass sie die Cojones hatten, hier mal sich ein bisschen was zu trauen. Und nicht die übliche, auch jenseits von American Horror Story, so gut die Serie auch ist, oder anderen guten Serien und so weiter, das war mal was anderes. Und wer weiß, wenn es eine 2. Staffel gibt, wo die uns hinbringt. Kleiner Einwand von mir, American Horror Story schmiert immer im Finale ziemlich ab. Das ist hier bei der Serie nicht passiert. Das stimmt wiederum. Ich habe noch nicht alles in American Horror Story gesehen, aber die schmieren gerne mal ab. Nicht überall, aber gerne. Hier behalten sie es oben und setzen sogar noch eine Schippe drauf mit Plot-Twists, die man auch vorher sieht, aber auch dann wieder nicht. Also sie haben Verschiedenes drauf. Aber dazu kommen wir noch im Spoiler-Bereich. Den beginnen wir in 3, 2, 1, jetzt. So, wer jetzt dranbleibt und nicht gespoilt werden will, hat Pech gehabt. Dann legen wir mal los. Also, wie hat dir denn der Twist gefallen, dass der vermeintliche Onkel dann doch der Vater von Atticus ist? Überraschend gut. Also es wirkt nochmal ein anderes Bild auf die ganze Sache, gerade mit dem Vater, der, also wo wir denken, es ist der Vater, der ja als, er ist ein Säufer, er ist ein Wrack, er hat seinen Sohn regelrecht verdroschen und widerlich erzogen. Also, was heißt widerlich? Er hat ekelhafte Methoden an den Tag gewandt. Das tickt er noch so gut geraten, das ist fast schon ein Wunder. Und der Onkel, der ja immer so als der liebe Nette erzählt wird, wird dann so im Laufe des, der wird nicht als Arsch dargestellt, aber du merkst dann halt auch, dass mit dem mehr los war, als dass er immer nur ein Saubermann war. Oder auch mit der Mama, mit der Mutter von Teak. Dass diese Dreiecksgespann zwischen Vater, Onkel, Mutter, dass das auch nochmal anhand der Laufe der Serie immer mehr zugespitzt wird und dass da sich vieles manifestiert. War ein toller Twist, habe ich so nicht vorher gesehen, aber es ist gut erzählt. Vor allem dann spätestens, wenn sie in die Vergangenheit reisen und du siehst, wie über den Onkel mitgespielt wurde, dann kriegst du schon irgendwie ziemliches Mitleid mit ihm. Und Oh ja, nur weil er seine Homosexualität vor seinem Vater eben verstecken will. Also nur weil er da ein Schleifchen trägt, schreit ihn der Vater an und immer wieder fällt so dieser Satz so, such dir eine Gerte aus, such dir eine aus. Ja, man wird deine Haut nicht retten. Also wo er ihm halt wirklich dann mit so einer Astgabel, mit so einer nackten, wirklich kaputt drischt fast. Das wäre wie eine Peitsche wirklich. Ey, und der begeht ja auch zwischenzeitlich den einen oder anderen Mord und du denkst dir, was ist denn das für ein kranker Wichser? Und mit dem Twist, dass er der Vater ist, merkst du, das, was er gemacht hat, ist nicht richtig. Aber das war seine Art oder sein Versuch, seine Familie zu beschützen und dass er die dann doch mehr liebt, als es diese Arschloch-Fassade am Anfang zeigen will. Ja, auf jeden Fall. Auch jetzt sind wir im Spoiler-Bereich, wenn da der Onkel stirbt und seine letzten Worte sind, ja, kümmere dich um sie, pass auf sie auf. Und der Vater, Onkel, der dann übrig bleibt, eben da hockt und ja, okay, jetzt habe ich halt den Mist am Hacken und sich dann irgendwie mehr oder weniger dieser Herausforderung stellen muss, aber dafür überhaupt nicht geeignet ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr tragische Figur, aber auch überrascht, aber auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Vor allem ist das brutal. Dieser Charakter, der dann auch bei der halben Familie diese Graustufen vermissen lässt. Du kannst nicht als so ein mustergültiger Mensch daherkommen, wenn du in Vietnam warst und dann noch von so einem Vater so schikaniert wurdest, da musst du schon mindestens einen leichten Knacks davon getragen haben. Das war in der Hinsicht für mich ein bisschen unglaubwürdig. Ja gut, das Vietnam-Trauma hat er ja nicht. Er hat eher PTSD von dem, was sein Alter ihm angetan hat. Teak hat ja auch nicht so die krassen Kriegserlebnisse. Also er hat schon krasse Kriegserlebnisse, aber er leidet da jetzt nicht augenscheinlich drunter, dass man jetzt sagt, okay, der Typ ist eigentlich ein Gemüse. Das sieht man dem Vater schon mehr an, obwohl, wie gesagt, der eigentlich mehr unter der Erziehung leidet als unter den Kriegsgeschehen. Ja, und trotzdem, leichten Knacks hätte er durch sein Umfeld schon haben müssen, das meine ich damit. Sein Umfeld, ja gut, da ist... Ich meine, wir haben auch noch die weiße Frau, die ihn dann regelmäßig anflirtet und von ihm einiges will und
versucht zu verführen, während er nebenbei noch mit seiner Freundin dann irgendwann anbandelt. Ja, Letitia, die ja am Anfang so ein sehr fröhliches Mädchen ist, sagen wir es mal so. Die ist so ein bisschen der Außenseiter der Familie, kommt irgendwie nur zu selbiger, wenn sie mal was will, und wirkt so ein bisschen so die oberflächliche Partymaus, die eigentlich nur Spaß will, und wenn sie Probleme hat, dann ist es sich gerade mal gut genug, um die Family aufzusuchen, um sie um Geld oder Hilfe zu bitten. Aber auch von ihr sehen wir dann mehr, und sie kriegt dann doch noch ein bisschen mehr Handfesteres an den Tag gelegt, dass mit dieser Frau mehr los ist als nur, ja, diese sehr oberflächliche Maskerade. Und wirklich, hier diese kranken Sexstellen, wo sich die Leute dann häuten und du siehst, wie locker mal 10 Kilo Fleisch abfallen und sich... Mehr. Und sich dann da die Emily rausschildert, denkst du, ja, okay, jetzt hatte ich keinen Bock mehr. Das ist total krass, gerade wenn die erste Metamorphose von sich geht und du dann noch denkst, was geht hier für ein kranker Sick-Shit ab? Wenn dann sie schreit da unter Schmerzen, während das erste Mal sie dann regelrecht aufplatzt und während sie schreit, sich dann so ein Auge aus ihrem Mund herausschält, so ganz kurz so rumguckt und dann weiter Richtung Kopf hochsteigt, dann du echt merkst, da kämpft sich gerade etwas so aus ihrem Leib heraus. Und es gibt so einen Verwandlungstrank, wo du halt ein Wunschcharakter sein kannst. Das sehen wir innerhalb eines der Hauptprotagonisten, aber auch innerhalb der Antagonistin, die sich hier in ihren Ex-Lover William regelrecht verwandelt und dann, ja, lesbische Züge an den Tag legt, weil sie verkleidet sich eigentlich als Mann, um eine Frau zu verführen. Und das ist, leck mich am allerwertesten, das ist richtig fies gemacht. Da war ich saftig, blutig. Sag ja, wenn das Ding zur Sache kommt, bleibt hier nichts und niemand trocken. Seit dieser Verwandlung kann ich sogar verstehen, wie sich die Leute damals bei American Werewolf gefühlt haben müssen bei der Verwandlungsszene. Oh ja. Wie in den meisten Filmen, wenn es um eine Verwandlung geht. Also, und wir haben jetzt dann noch diesen Umkehrschluss, also dass sich dann die eine Frau auf einmal in eine Weiße verwandelt und besser behandelt wird und sie bietet ihr dann die Möglichkeit an, hier, jetzt kannst du alle Privilegien genießen, eben weil du weiß bist, und sie dann mit sich hadert, ist sie jetzt weiß, ist sie farbig, und das haben sie schon genial hinbekommen. Wir haben unter Freunden haben wir das die seltsame Fetischfolge genannt, weil da ja nicht nur diese kranke Sexszene passiert, sondern auch einige andere, und du denkst dir, okay, heavy shit, wirklich heftiger Scheiß. Gerade auch in Bezug auf Lovecraft, da hast du es ja auch immer wieder mit Gestaltwandlern zu tun. Sowas wie in Innsmouth wird es immer wieder mal angesprochen, aber auch in Dunwich Horror, wenn dann die Bibliotheksgeschichten daraus kommen mit dem einen Sohnemann, der schon zur Hälfte irgendwie so ein Viech ist. Also du hast aber auch dann, wenn du sagst, sie wird eine Weiße und sie wird dann besser behandelt, da hat mich die Serie hier und da auch ein bisschen an Watchmen erinnert, die ja auch so ein Gesellschaftskritik-Mix aus fantastischen Elementen und einer Graphic-Novel allerdings verarbeitet, aber trotzdem hier immer wieder auch eine Parallele zuschlägt, hat mich dann schon sehr daran erinnert. Und trotzdem war es dann immer wieder noch in einer Ecke drauf, wobei Watchmen ja auch philosophische Anfänge hat oder auch sehr viel Philosophisches, während Lovecraft Country hier dir wirklich in die Visage klatscht und sei es teilweise auch noch so abstrus, in dem Moment nimmst du es mal hin. Kurz zur Entschädigung. Nee, Watchmen hat auch seine drastischen Stellen. Die werden nur durch die Philosophie mehr abgefedert. Deswegen wirkt das ein bisschen kunstvoller, so könnte man sagen. Ja, trifft's ganz gut. Also, nee, bei Watchmen waren die auch schon in der Gewaltdarstellung teilweise sehr drastisch, teilweise sehr unangenehm. Ja, aber noch nicht ganz so brutal wie in Lovecraft Country, aber gut, ich habe auch den Snyder Cut noch nicht gesehen. Mal sehen, wie es da ist. Oder die Serie hast du dann wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ich bin noch dran. Ich habe erst seit kurzem Prime und muss halt noch gucken, was es da gibt. Ach so, okay. Und wirklich ganz abgespaced fand ich dann das mit der Tante, die dann in der Zeit zurückreist und dann kommen Afro-Roboter an. Das fand ich sowas von albern.
Also es gibt so Sachen, die auch kurz auf Lovecraft nochmal verweisen, wie zum Beispiel das Winthrop House, wo dann auch schon sehr deutlich gemacht wird, worauf wir hier wollen. Aber ich glaube, das war Folge 7, worauf du jetzt anspielst, wie ich bin, wo die Mutter entführt wird. Und dann kommt es zu einer sehr, ja, fast schon unfreiwillig komischen Szene, so Fantasy-Science-Fiction-Bereich, wo sie in eines der Comics ihrer Tochter auftaucht. Und ihre Tochter erscheint dann als 2 Meter großer Alien mit einem lächerlich großen Afro, dass ich da saß und musste mir erstmal so ein leichtes Grinsen aus dem Gesicht, weil ich mir dachte, nee, ist das jetzt euer Ernst? Was wollt ihr mir gerade erzählen? Bei mir ist es nicht beim Grinsen geblieben. Ich musste tatsächlich auflachen, so bescheuert fand ich das. Das war wirklich sehr, sehr merkwürdig und wirkte auch echt fehl am Platz. Ja, im Nachhinein kapierst du, warum es das gab, aber trotzdem ist, nee. Das war eben leider dann die schwächste Folge und irgendwie schon ein qualitativer Ausreißer. Nicht falsch verstehen, ich mag Sachen wie Black Dynamite oder Blaxploitation, da habe ich absolut kein Problem mit. Das finde ich klasse. Nur wirkte es bei all diesen Genre-Mix, der hier gemacht wurde, also trotz dem ganzen Genre-Mix, dann auf einmal doch sehr deplatziert und doch arg trashig. Ja, du hast zum Beispiel in dieser Rückblenden-Szene sehr schön gemacht, Amerika der 20er Jahre, wo sie da träumt, auf der Bühne zu stehen mit Josephine Baker. Das ist toll gemacht, auch sehr liebevoll in der Ausstattung hergemacht. Und dann sind sie 20 Minuten später, ist sie da die Anführerin eines Amazonen-Kriegerstammes, der sich gefühlt gegen natürlich alles Südstaatenweiße, gegen die Kolonisierung verteidigt. Klar, es dient zur Charakterentwicklung dieses doch sehr zurückhaltenden Charakters am Anfang. Wird auch besser aufgezogen, aber das Grundgerüst ist dann doch ein bisschen gebröckelt, sag ich mal. Wobei, wenn man die Serie dann als Referenz an die farbige Kultur verstehen will und auch den Science-Fiction-Einfluss der farbigen Kultur, von denen stammt ja immerhin auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, die Nekromantie, dann ist das in Ordnung. Nur im Vergleich zu einem anderen, zum Beispiel der Kriegsfolge, es hat auch nicht diesen emotionalen Impact, es traut sich nicht wirklich, obwohl es viel von der Mutter zeigt, die dramatisch irgendwie zu festigen, sondern ihr nur ein bisschen einen Hintergrund zu geben, dass sie kein komplett blasser Charakter bleibt. Ja, hast du Sachen angesprochen wie die Kriegsfolge mit Jamie Chong, also die koreanische Krankenschwesterin, die ja auch nochmal einen anderen Input in die Serie bringt, aus einer Mythologie, die wir überhaupt nicht kennen. Und die ging es dir auch so, dass du nicht wusstest, wohin damit? Oder gefühlt, wo du dachtest, es wirkt hier ein bisschen fehl am Platz, aber ich nehme es jetzt mal hin? Mir hat gerade in dieser Folge dieser Twist dann doch sehr gefallen, dass ich das verziehen habe. Und am Schluss hat das sich dann ja auch in dieses Gesamtkonzept eingefügt. Also spätestens, wenn er dann mit den Schläuchen und allen Sex hat. Ja, schon wieder kranker Sex. Ja, wo sämtliche Körperöffnungen, also während dem Koitus, sind mehrere Tentakel bzw. Schwänze. Sie wird so in der Mythologie als neunschwänziger Fuchs bezeichnet. Der weiße neunschwänzige Fuchs, wenn ich mich nicht täusche, der ist nicht fremd. Den bin ich jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, auch bei Hellboy. Der ist so eine Art Succubus. Damit könnte man ihn oberflächlich vergleichen. Aber er wirklich während dem Koitus, kurz nachdem der Mann seinen Höhepunkt hatte, sag ich mal, penetriert sie mit sämtlichen ihrer, Anführungszeichen, Schwänze, sämtliche Körperöffnungen, ja und ja, wirklich sämtliche Körperöffnungen ihres Partners und reißt ihn wirklich in Fetzen. Also es ist wirklich krank wieder mal. Und saugt dann die Seele. Ja, und saugt die Seele ein. Sie braucht insgesamt 100 Stück. Ja, diese Handlung kennen wir aus diversen Games. Egal. Also es hat super wirklich in dieses Kriegsthema gepasst und auch, dass sie dann eigentlich unseren Helden killen will und dann immer wieder unentschlossen ist, soll sie es jetzt machen, soll sie es nicht. Und dann wird dieser Charakter sträflich dann doch aufs Abstellgleis gestellt, um als besserer Stichwortgeber zu dienen, obwohl wir dieser Person eine ganze Folge gewidmet haben oder zumindest eine halbe, die hat sie sich ja mit Atticus geteilt. Ja. Und sie taucht dann ziemlich, also sie wird am Anfang angeteased, wenn Atticus seine ersten Erfahrungen hat, indem er sie mal anruft hin und wieder.
Und dann hören wir eine Stimme mit asiatischem Akzent und später wissen wir halt alles klar, das wird wohl die gewesen sein. Und sie kommt dann immer wieder mal vor und wird dann in den letzten oder den letzten beiden Episoden wird sie dann mal so aus dem Hut gezaubert wie, ah ja, die gibt's ja auch noch und wir brauchen sie noch für den Showdown, wenn es dann jetzt zum Höhepunkt hingeht. Das sind so meine Kritikpunkte, das Finale, beziehungsweise die letzten drei Folgen, die waren schon cool, die haben viel gebracht, nur gab es da vielleicht ein, zwei Deus Ex Machina-Momente zu viel. Leider auch hier und da zu vorhersehbar. Also kommen wir mal kurz auf diese Sache zurück, wie die Mama, die aufgrund ihrer Dimensionserfahrung jetzt ein Medium ist und eine Maschine auf einmal bedienen kann, wie ich sie höchstens in einer von Lovecraft erwähnten Geschichten vom Jenseits erwähnt sah, wo ich ähnliche Effekte erwartet habe, dass dann irgendwann auch so Viecher rauskommen und nur gewisse Leute, die mit dieser Maschine zu tun haben, es sehen können, aber war leider nicht so. Und sie reisen damit in die Zeit, um dieses Buch zu holen und es wird immer wieder vom Vater angesprochen, also von später Onkel, wie wir ja wissen, von Tick, von einem Massaker, was in einem schwarzen Viertel angerichtet wurde, wo es fast keine Überlebenden gab und aus dem Familienstammbaum nur drei, nämlich Vater, Onkel und später die Mutter. Und das geht über in Gewaltexzess mit Beleidigungen, Schlägereien bis hin zu einem Brandanschlag, der daran endet, dass das ganze Ding ein einziger Gewaltsturm ist, bis hin, dass dieses Land regelrecht bombardiert wird, im wahrsten Sinne. Wir sehen ein Flugzeug aufstarten, wie es Bomben wirft auf ein ganzes Viertel, wo ich mir echt denke, nein, nicht mal unter krankesten Umständen kann es so krass gewesen sein, dass hier Leute, dass da hier Häuser aus der Luft bombardiert wurden, wie man es aus dem Krieg kennt, eigentlich. Vielleicht soll es auch veranschaulichen, wie krank die Zeit war, die können wir uns nicht vorstellen, aber das war dann immer so diese Schippe zu viel, während Letitia dann mit diesem Buch im Arm seelenruhig da durchmarschiert. Gut, sie hat zwischendurch auch einen Zauber abbekommen, der sie unsterblich macht, aber das Buch ist meines Wissens nach immer noch aus Leder und Seiten gebunden und da hat sie keine Angst, dass das Ding in Flammen aufgehen könnte, weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, jetzt erzählt jeder noch so eine Sache, die er besonders lustig fand. Und dann kommen wir zum Ende. Man merkt aber anhand von diesem Gespräch auch, wir gehen deutlich mehr auf dieses Familienschicksal ein, als überhaupt auf die Lovecraft-Referenzen, wo jetzt da der Fokus liegt. Deswegen, die Serie soll jeder so für sich selber entdecken, oder die ein oder andere Überraschung soll da gern noch für die Personen rausspringen. Ja, das finde ich ganz in Ordnung. Also, was fand ich denn besonders lustig? Das ist schwierig zu sagen. Ich fand die Serie recht charmant, wenn sie sich mal Zeit genommen hat für ihre Ausarbeitung der Charaktere und der Handlung. Aber aus dem Stegreif was Lustiges, wo ich gesagt habe, ey, das fand ich jetzt ultra witzig, außer vielleicht den Afro. Muss ich sagen, fällt mir gerade schwer aus, das direkt herauszuziehen. Magst du das vielleicht nicht machen? Na klar, also es gab da eine Stelle, ich habe jetzt mehrmals dieses Geisterhaus erwähnt. Es wurde am Anfang schon so angeteasert, ja, in diesem Haus, blablabla, war schon eine Familie. Und die wurde dann kurz danach ermordet. Und dann drunter dieser zynische Kommentar, manchmal ist Pionier sein Scheiße. Oh ja. Und in dieser Folge gab es dann einen Moment, da ist die Freundin, die hat Streit gehabt mit Atticus. Sie flüchtet ins Bad und dann ist sie erstmal traurig und du siehst im Spiegel, siehst du so einen Geist aufblitzen und du denkst, oh Kacke, gleich geht der Jumpscare los. Aber stattdessen haben die beiden auf einmal 5 Minuten lang Sex, also Atticus kommt ins Bad nach, die haben Sex und dieser Geist ist weg. Und da habe ich mich mit einem Kumpel drüber lustig gemacht. Oh, der Geist ist also ein Spanner. Der guckt jetzt gerade wahrscheinlich beim Sex zu und wirklich gefühlt in dieser Folge kam der dann erst 10 Minuten später wieder und hat sich dann erst wieder zum Wort gemeldet. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ja, gut, dann wollen wir mal zum Finale kommen. Fang doch mal an. Wie fandst du es denn so? Unser Fazit haben wir doch abgegeben. Ja, so, ich dachte, du meinst jetzt das Serienfinale, das Staffelfinale, dachte ich. Ach so, das Serienfinale? Ja, das habe ich jetzt auch gesagt, deswegen mache ich es kurz und knapp. Es hat Spaß gemacht. Es war irgendwie trashig, aber es war 2 bis 3 Mal ein bisschen zu viel
Ex Machina, auch wenn ich diesen Twist, dass auf einmal diese Höllenhunde von Dings auf einmal auf die Familie hören und denen als wuchtige Kampfmaschinen zur Seite stehen. Das fand ich schon sehr cool. Ja, auch wenn es nicht so richtig erklärt wird, auch dass die Tochter auf einmal so einen Space Arm hat und dann so ein Terminator-Klaue. Das wurde eigentlich erklärt, dieser Spruch wurde falsch ausgesprochen. Ja, stimmt, da genau. Das. Und ja, das Finale lässt dann tatsächlich auch noch die Möglichkeit für eine zweite Staffel übrig. Bin ich mal gespannt, ob sie das kriegen und wie die dann wird, ob sie diese Durchgeknalltheit halten kann oder ob wir dann auch endlich diese Graustufen zu sehen kriegen, weil gerade das Finale würde sich ja anbieten, das Ganze umzudrehen und da jetzt Graustufen zu verpassen. Ja, also vom großen Staffelfinale, das bewirkt einige Twists, die, da will ich auch absolut mal nicht spoilern. Den einen sieht man auf jeden Fall vorher, / Dualsvollendung, da wirkt es ein bisschen sehr konstruiert. Aber ob sie dann mit dem anderen Ding bezüglich dem eines Hauptcharakters, wie sie mit dem sein Schicksal verfahren, ob sie das zum Ende durchziehen, glaube ich nicht. Auch wenn ich denke, wenn es eine Staffel 2 gibt, wird der nochmal wiederkommen, wenn auch in anderer Form. Der wird dann so in der Form nicht mehr da sein. Ja, sehr schwer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ich denke, dadurch haben wir eine ganz gute Präsenz mal der Serie gegeben. Und empfehlen die euch hiermit? Wie gesagt, es ist kranker Shit, aber es soll euer Schaden im Endeffekt nicht sein. Wir geben eine vorsichtige Empfehlung. Ich kann verstehen, wenn das Leute nicht mögen, aber wer was Experimentelles mag, kann zumindest mal einen Blick riskieren. Auf jeden Fall. Dann verabschieden wir uns hiermit. Ich sag hiermit ciao und hoffe natürlich, der Patrick wünscht euch dasselbe. Ja, klar. Gerade heute mal. Ciao. Gerade heute mal, wenn wir einen guten Tag haben, genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und hoffentlich bis zur nächsten Folge beim Telestammtisch. Macht's gut. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!